Am US-Finanzmarkt hat es gewaltig geknallt, denn die Vereinigten Staaten verlieren ihre Spitzenbewertung beim Thema Kreditwürdigkeit bei der Ratingagentur Fitch. Was die Gründe dafür sein sollen und was das nun auch für Auswirkungen haben könnte, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. Ich bin wie immer Jan von Axino Capital. Wir sind seit 35 Jahren als Investoren im Edelmetall- und Rohstoffsektor aktiv und haben für euch natürlich die Geschehen rund um diese Themen im Blick. Also die zweitgrößte Ratingagentur namens Fitch entzieht der USA also das Spitzenrating ihrer Bonität und senkt die Einstufung somit von einem AAA zu einem AA+. Diesen Schritt hatte bereits die Firma S&P vor knapp 12 Jahren vollzogen. Als Grund dafür wird angegeben, dass die USA sowohl eine extrem hohe Verschuldung haben, welche immer weiter zu statt abnimmt, und eben auch die politische Instabilität. Die Fronten zwischen den Republikanern und den Demokraten sind weiterhin verhärtet und gerade in Debatten um den Haushalt, da geht es oft einfach kompromisslos zu. Es ist nicht flexibel genug, es werden nicht genug Ergebnisse erzielt. Die US-Finanzministerin Janet Yellen hat diesen Schritt natürlich wieder als willkürlich kritisiert. Aber sind wir mal ehrlich, was soll sie auch sagen? Ja, wir fahren das System hier gerade mit Vollgas gegen eine Mauer, wird sie ja wohl kaum von sich geben können. Das dürfte ja natürlich klar sein. Also das ist so ein bisschen ein Ritual. Der eine sagt dies und der andere kann ja nur so darauf reagieren. So zumindest ist es für mich einzuordnen. Generell ist aber eben nicht nur die USA von dem ganzen Thema betroffen, sondern Fitch, also die Ratingagentur, hat erst kürzlich einen negativen Ausblick für generell globale Unternehmen ausgesprochen und hat auch dabei angesprochen, dass die Herabsetzung von Kreditratings globaler Unternehmen eben zunehmen könnte. In dieser Grafik sehen wir, dass gerade zur unsicheren Corona-Zeit die Zahl der negativen Ausblicke extrem zugenommen hatte, sich anschließend dann aber wieder fing. Schaut man jetzt aber genauer hin, sieht man auch, dass die roten Ratings seit Ende 2022 wieder etwas zugenommen haben. Die Märkte stehen aus unserer Sicht einfach auf sehr wackeligen Beinen und das Herabsenken des Kreditratings der USA ist einfach ein weiteres Zeichen dafür, dass eben nicht alles so ist oder sein kann, wie es scheint. Viele Experten sprechen davon, dass eben gerade Tech-Unternehmen wie Nvidia, die in letzter Zeit eine absurd hohe Bewertung bekommen haben, gegebenenfalls richtige Kurseinbrüche erleben könnte. Die gesamte Situation im Finanzsystem spitzt sich durch das beständige Drucken von Geld immer weiter zu und es ist eben nicht auszuschließen, dass es hier mal richtig knallen kann. Das sagen ja viele Experten schon seit Jahren. Dennoch sieht man, dass die Anleger das jetzt vielleicht inzwischen auch mal so langsam zu sehen scheinen. Denn der Goldpreis, das ist ja immer so ein Indikator, man sagt ja, Bad News sind Good News for Gold. Und der Goldpreis hält sich eben seit Monaten auf einem recht hohen Plateau. Das trotz hoher Zinsen, was normalerweise eher schlecht für den Goldpreis ist. Dazu kommt ja eben auch, dass gerade jene Zinserhöhungen bisher fast immer zu einer Rezession geführt haben. Wir blicken hier auf den Chart von Incrementum. Es ist zwar immer wieder die Soft Landing im Gespräch, also die Aussage, dass eben die Amerikaner die Inflation bekämpfen können, ohne in eine Rezession zu rutschen. Aber auch da ist es ja so, dass man quasi gar nichts anderes sagen kann, ja, wie eben mit der Thematik mit Janet Yellen. Was soll man denn schon sagen? Soll man jetzt sagen, oh, wir werden wahrscheinlich in eine Rezession rutschen? Dann könnte es eben eine Panik geben, die ja vielleicht auch unberechtigt ist. Vielleicht gibt es ja eben jene Soft Landing. Die Zeichen dazu stimmen allerdings Analysten zufolge nicht so unheimlich gut. Auch da ist natürlich die Frage, wo man recherchiert. Die Ausblicke sprechen aber ehrlich gesagt nicht gerade dafür. In jedem Fall sieht es so aus, als ob der Goldpreis in Lauerstimmung bleiben würde. Und viele Analysten meinen eben auch, dass es neue Allzeithochs beim Gold geben wird, dass das Ganze nur noch eine Frage der Zeit sei. Und ich sage euch ja immer, der steigende Goldpreis ist das eine, wer davon aber dann entsprechend richtig profitieren kann, sind eben Goldminen, also sowohl Explorationsfirmen, aber auch eben große Produzenten könnten, wenn die Kosten ähnlich bleiben oder nicht im gleichen Maße mitsteigen, eben überproportional durch steigende Goldpreise profitieren. Das sagen wir eben schon immer. Das geht generell für Rohstoffaktien so. Ja, wenn das Produkt, was man sucht im Boden oder eben auch schon gefunden hat und nun fördert, im Preis steigt, dann ist es eben in der Regel so, dass sich die Zahlen des Unternehmens generell verbessern, was sich dann der Logik nach auch positiv auf den Aktienkurs auswirken würde. Das ist eben ein Thema, was wir hier immer wieder auf dem Kanal ansprechen. Also Goldmining-Stocks, definitiv ein interessantes Thema, aber ihr wisst ja, wir geben keine Anlageberatung. Wir sind aber seit über 30 Jahren in diesem Sektor aktiv und haben da derzeit ein recht gutes Gefühl bei. Das sagen wir euch ja hier immer wieder. Und eben auch unser Chefinvestor von Axino Investment, der Wolfgang Seibold, der sagt es hier immer wieder. Ich blende euch hier mal ganz kurz einen kurzen Ausschnitt der letzten Edelmetallmesse und seiner Rede dort ein. Ja, die Frage war ja
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Rohstoffaktien zu investieren? Wir sagen ja, aber wir zeigen auch, warum. Hier sehen Sie jetzt zum Beispiel einen Chart von mehreren Quellen. Die Incrementum kennt vielleicht jemand, Roland Stöfferle oder auch den Thorsten Denin. Das ist ein sehr, sehr guter Chart, der von den Kollegen ausgearbeitet wurde und zeigt, wo wir heute stehen in den Themen Rohstoffe und allgemein Aktienwerte. Also wir haben hier das Verhältnis zwischen den Rohstoffwerten und dem Standard & Poor's 500, das ist der große US-Index. Und da sehen Sie, wir sind eigentlich so günstig wie in der letzten größeren Finanzkrise. Und da reden wir nicht von 2008, sondern von der Dotcom-Bubble-Krise. Da waren vielleicht auch ein paar Anleger von Ihnen dabei. Da haben ja auch sehr viele Anleger Geld verloren. Es war ein Crash bei den technologischen Aktien, speziell auch hier in Europa. Aber im Verhältnis sind die Aktien so billig wie damals, sprich die Rohstoffaktien und die Rohstoffpreise. Die Frage ist ja, ich habe vorhin gesagt, vor 3 Jahren haben wir gesagt, Lithium und Uran ist eher was man kaufen sollte. Heute glauben wir, es sind die Edelmetallaktien. Warum? Die Edelmetallpreise sind nicht am Top. Im Gegenteil, die haben sehr stark korrigiert, speziell auf US-Dollar-Basis. Und wir glauben, diese Aktien, die gerade sehr stark gemieden werden, die werden wieder ihre Renaissance erleben. Also Goldaktien glauben wir auf jeden Fall. Aber logischerweise, eine Aktie ist immer volatiler als das Edelmetall selbst. Und genau auch bei den Kleingesellschaften sind also 10% Schwankungen keine Seltenheit. Wenn Sie 100% Chancen haben, müssen Sie auch eine höhere Schwankung einkalkulieren. Trotzdem ist die Chance halt da, überproportional als Investor Geld zu verdienen. Zu der Abstimmung im Rating sagte die Ratingagentur Fitch den USA für dieses Jahr zusätzlich auch eine Verschuldung von 112,9% im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt voraus und die Prognosen für 2025 liegen sogar bei ganzen 118,4%. Am Verschuldungsmarkt könnte die Luft für den amerikanischen Staat nun ebenfalls dünner werden, denn es gibt eben auch größere Anleger, die ihre Richtlinien so streng und konservativ gesetzt haben, dass eben nur Papiere mit dem besten Rating gekauft werden können und dürfen. Was davon jetzt aber genau die Folgen sein werden, das bleibt abzuwarten. Deutschland hat bei den großen Ratingagenturen weiterhin einen guten Stand. Wie sich jetzt allerdings die Thematik bei den Amerikanern weiterentwickelt und ob weitere bedeutende Ratingagenturen nachziehen, das bleibt abzuwarten. Die zwei bedeutendsten, die haben ja nun inzwischen das Rating gesenkt. Einer, wie gesagt, S&P vor 12 Jahren, jetzt hat eben Fitch nochmal nachgezogen und eben andere Agenturen haben auch schon angekündigt, dass man darüber gegebenenfalls nachdenkt. Wie jetzt da die konkreten Auswirkungen sind, wird sich wie gesagt zeigen. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Glaubt ihr und traut ihr diesem ganzen Braten, der immer gesagt wird, von wegen, es ist alles gut, es wird eine Soft Landing geben? Oder seid ihr der Meinung, dass es eben auch mal so richtig knallen wird und wir in eine Rezession rutschen, die eben weltweite Folgen haben wird? Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie mir in die Kommentare und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ebenfalls. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder.